Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Veloce Zock-Kanal zu einer weiteren Folge EA Sports FC. Und ich wünsche euch auf jeden Fall nachträglich nochmal frohe Ostern, beziehungsweise wenn das Video jetzt rauskommt, natürlich frohen Ostermontag. Manchmal vergisst man das, wenn so Feiertage sind und man dann einen Tag davor aufnimmt, dass den Tag danach ja ein Feiertag ist und man das im Video nochmal sagen müsste mit frohe Weihnachten, frohe Ostern und Co. Aber dementsprechend natürlich nochmal nachträglich frohe Ostern an alle. Und ja, schönes Ostergeschenk gibt es auch auf dem Veloce Studio-Kanal. Da habe ich zuletzt ein geiles Video gemacht, nämlich darüber, warum Thiago Motta Juventus Turin direkt zum Meisterschaftskandidaten machen würde. Schaut da auf jeden Fall auch mal vorbei. Und ein Veloce übernimmt den AC Mailand-Video. Also gerne mal auf dem Veloce Studio-Kanal abchecken die Videos. Ja, geht auf jeden Fall rauf. Wird sich auf jeden Fall lohnen für euch. Und wir kümmern uns jetzt natürlich aber in dieser Folge hier weiterhin um Manchester United. Wir haben heute interessante Spiele, einmal gegen die Toffees, gegen den FC Everton hier. Danach in der Champions League gegen Galatasaray, wo man aber schon viel rotieren kann aufgrund der Situation in der Champions League. Und dann das Duell gegen Newcastle United. Nur, dass wir auch nochmal hier in der Champions League gleich mal gucken, noch in der Liga. In der Liga sind wir aktuell Erster, momentan auf Platz 1. Liverpool verfolgt uns, City natürlich ebenfalls. Mit Abstrichen auch noch Aston Villa oder Crystal Palace. Der Kommentar war auf jeden Fall nice. Crystal Palace natürlich. Und ja, in der Champions League sind wir eigentlich durch. Klar, es geht so ein bisschen um den Gruppensieg. Aber ich denke, dass da die Rotation sogar eher wichtiger ist als jetzt unbedingt der Gruppensieg an sich. Weil weiter ist man. Und auf wen man dann trifft, schaut man dann. Aber gut, gucken wir mal. Wir gehen jetzt erstmal rein gegen den FC Everton in das erste Duell dieser Folge. Everton zuletzt hier. Zwei Niederlagen, zwei Siege, ein Unentschieden. Und ja, kein Spieler ist irgendwie hier besonders wichtig anscheinend laut dem Game. Aber gut, gehen wir rein gegen den FC Everton. Gehen wir die Aufstellung vom FC Everton mit Pickford im Tor. Patterson, Brandwaite, Tarkowski und Miolenko hier in der Viererkette. McKennie, Onana, Gomez, Harrison und Garner im Fünfer-Mittelfeld. Und ganz vorne Beto im 4-5-1-System. Beim FC Everton, bei United, Onana im Tor. Dalot, Varane, Martinez und Shaw in der Viererkette. Maino, Anthony, Mount, Fernandes und Garnacho im Mittelfeld. Und ganz vorne haben wir dann Ivan Toney, unseren Topstürmer. Beto hier im Strafraum. FC Everton früh in dieser Partie, suchen hier die erste gefährliche Situation und schießen auch aufs Tor. Onana kann aber das kurze Eck zumachen, sodass hier der FC Everton nicht früh in der Partie, nach nicht mal 4 Minuten in Führung geht. Die Ecke wird geklärt. Jetzt haben wir hier Bruno Fernandes. Spielt den da weiter auf Garnacho. Garnacho jetzt hier. Versucht da jetzt durchzulaufen, Garnacho. Stoppt da ein bisschen ab. Spielt den da ins Zentrum. Gut gespielt, Bruno Fernandes. Bruno Fernandes gibt den auch nochmal ab. Jetzt ist hier Maino. Maino mit dem Schuss aber daneben. Maino. Ne, der Pass wird abgefangen von Onana. Onana hier jetzt mit dem Antritt. Ah, Maino etwas zu spät dort. Das könnte nachträglich eine gelbe Karte geben. Garner. Garner jetzt hier, Mason Mount, ja, nicht ganz fair, sagt der Ref, aber Vorteil für den FC Everton. André Gomez. André Gomez mit dem Schuss, sehr zentral, Onana hat den, aber Everton macht bisher eine sehr gute Partie, muss man sagen. Beto jetzt hier im Laufduell, Mason Mount verfolgt ihn da. Beto hier mit einem guten Antritt, der hat auf jeden Fall hier die Geschwindigkeit, Mount muss da ein bisschen ablassen. Beto, boah, der Pass ist super, der Pass war richtig gut, Garner mit dem Schuss, aber Onana hält ihn, weil Garner den zu zentral abzieht. Everton lässt hier durchaus die eine oder andere Chance liegen. Also die sind bisher die bessere Mannschaft, hätten ihr das 1-0 verdient gehabt, schaffen es aber bisher nicht, den Treffer zu erzielen. Und die Ecke ist geklärt. Garnacho und jetzt hier Bruno Fernandes mit Geschwindigkeit und der hat da ein bisschen Platz. Bruno Fernandes, Garnacho läuft jetzt auch mit, das könnte ganz gefährlich werden. Jetzt hier Bruno Fernandes. Bruno Fernandes nimmt den direkt an die Latte. Er zimmert das Ding einfach mal an die Latte, versucht es aus größerer Distanz, kann ihn leider nicht ganz ins Tor unterbringen. Garnacho. Garnachos Pass ist überrannt und jetzt hier Ivan Toney. Ivan Toney. Ivan Toney kommt er zum Abschluss. Ivan Toney mit dem Abschluss, aber Pickford hält den. Pickford mit einer guten Parade. Ivan Toneys Schuss wird hier abgewehrt. Garnacho. Mason Mount spielt den hier nochmal weiter auf Luke Shaw. Der nochmal hier auf Mason Mount. Der gibt den ab auf Maino. Maino jetzt hier. Maino geht da einfach ins Zentrum. Maino mit dem Abschluss. Den hat Pickford. Maino versucht es nochmal. Super spitzer Winkel. Macht ihn dementsprechend leider nicht rein. Onana. Onana mit Schwierigkeiten. Onana mit Schwierigkeiten. Und Onana mit dem Foul. Das könnte die rote Karte geben.
Das könnte die rote Karte geben. Onana hat hier große Schwierigkeiten in Sachen Ballkontrolle. Das ist eine ganz bittere Aktion und es gibt die rote Karte. Es gibt die rote Karte für Onana. Ist das bitter. Er hat da eine technische Unsauberkeit. Eigentlich ja so unglaublich gut, muss man ja sagen. Gerade mit dem Fuß, das ist seine Stärke. Und da hat er diese eine technische Unsauberkeit und muss jetzt raus. Ah, ist das bitter. Ich meine, das passiert echt selten. Letztens oder irgendwann in den ersten Folgen hatte jemand geschrieben, ey, eigentlich kann man Bayindir rausnehmen für einen weiteren Feldspieler. Aber gerade für solche Situationen braucht man dann doch den Keeper draußen. Also Bayindir jetzt hier mit seiner großen Chance, sich zu zeigen, hier auch in der Premier League, hat das ja schon ein, zwei Mal im Pokalwettbewerb gemacht und Everton jetzt hier auch mit der großen Chance, eventuell was mitzunehmen gegen United mit einem Mann mehr. McKenny, Lisandro Martinez, nee, nicht ganz ran, das ist jetzt gefährlich, das ist die Chance, der Schuss ist schwach. Also was ist beim FC Everton los? Die Chancen sind da. Die hätten hier gut und gerne schon 1-0 führen müssen eigentlich. Die sind die bessere Mannschaft mit den größeren Chancen, mit einem Mann mehr, schaffen es aber einfach nicht, diesen Treffer zu erzielen. Und jetzt hier Garnacho und der Ball ist gut. Der Ball ist gut, Tony hat sich da gut davon stehlen können, hat aber jetzt hier keine Anspielstation. Tony muss es jetzt vielleicht im Alleingang machen. Tony aber drüber, der Ball. Maino versucht es einfach mal. Jo, der ist gar nicht mal so ungefährlich. Der war gar nicht mal so ungefährlich. Und Pickford hier mit einem Fehler. Garnacho, kommt er durch? Garnacho versucht's. Garnacho spielt ihn gut auf Heuland. Heuland gibt den auch nochmal ab. Jetzt hier Mason Mount mit der Möglichkeit, der wird abgewehrt. United nochmal mit zwei guten Chancen. Aber am Ende nicht so gefährlich, dass daraus irgendwie ein Tor entstehen kann. Und jetzt der FC Everton. Es ist nicht mehr viel zu spielen. Wir haben 5 Minuten. Diallo da im Pressing gegen Majolenko. Majolenko hält sehr lange den Ball. Interessant. Haut ihn jetzt nach vorne. Beto auf Harrison. Gut festgemacht da eben von Beto. Harrison jetzt hier. Harrison, Maino ist da dran. Nein, kommt nicht ganz an die Zweige. Jetzt hier André Gomez. Das könnte gefährlich werden. Jetzt hier Dele Alli. Einfach ins kurze Eck. Und der FC Everton schockt hier Man United in Minute 90. Bei Yindir das kurze Eck. Das kurze Eck bei Yindir. Du hast die Chance, dich zu beweisen. Und dann lässt du das kurze Eck offen. Das darf dir halt nicht passieren. Das darf dir halt leider nicht passieren. Das ist dein Eck. Den musst du haben. Den musst du haben. Da gibt es keine Diskussion, da gibt es kein Bla. Auch wenn es eine nahe Distanz ist. Kurzes Eck ist Torhüter-Eck. Und es ist Dele Alli hier mit dem Treffer. Das ist natürlich super bitter für uns, weil wir jetzt ganz, ganz spät in der Partie das Ding hier kassieren. Everton verdient in Führung, muss man auch ehrlich zugeben. Die waren hier die bessere Mannschaft. Nur wir haben jetzt echt nicht viel Zeit, um das hier irgendwie nochmal zu drehen. Mason Mount, es gab 2 Minuten Nachspielzeit. Diallo, hast du nochmal eine Möglichkeit? Diallo sucht hier. Nein, wir kriegen leider keine Chance mehr. Ne? 1-0 Sieg FC Everton. Für uns natürlich definitiv ein Rückschlag im Kampf um die Meisterschaft, in der wir uns ja durchaus befinden. Aber Everton insgesamt die bessere Mannschaft, wobei das in den Stats gar nicht so ersichtlich ist. Rein vom Gefühl her waren sie deutlich stärker, sage ich euch ehrlich. Hätte nicht gedacht, dass wir mehr Schüsse haben, aber manchmal ist das so mit Stats und mit dem Gefühl. Man denkt sich, so und so ist das, aber trotz allem verdienter Sieg für Everton. Sie hatten insgesamt durchaus die besseren Chancen. Ja, und Onana ist natürlich jetzt demnächst gesperrt in der Liga. Ist natürlich schade. Aber kann man erstmal nicht ändern. Wir gucken auch gleich nochmal, was der FC Liverpool so gespielt hat. In der Premier League. Und sehen, Liverpool hat nur unentschieden gespielt. Okay. Die haben nur unentschieden gespielt gegen... Gegen wen haben sie gespielt? Gegen Brentford. Okay. Sie konnten das nicht nutzen. Auch City hat aber gewonnen. Also City ist... Wobei, nee. City hat gegen... Ach, hier ist das Spiel. Sorry. Weil wir haben ja gerade gegen Everton gespielt. City und Liverpool haben gegeneinander gespielt und haben sich gegenseitig so ein bisschen Punkte weggenommen. Crystal Palace konnte aber gewinnen und Aston Villa, was haben die gemacht? Aston Villa, wo sind die? Haben 1-1 gegen Tottenham gespielt, okay. Also irgendwo hat sich die ganze Konkurrenz ein paar Punkte weggenommen. Hätten wir hier gewonnen, hätten wir uns echt absetzen können. Dadurch aber, dass jeder andere sich Punkte wegnimmt, ist die Niederlage vielleicht zu einem richtigen Zeitpunkt gekommen. Auch wenn Niederlagen eigentlich ja nie zum richtigen Zeitpunkt sind. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Gehen wir auf jeden Fall rein gegen Galatasaray hier in das Spiel, wo wir uns jetzt auch offiziell qualifizieren können für die Champions League K.O.-Phase. Gehen wir die Aufstellung von Galatasaray mit Muslera am Tor, Aurier, Bardakci, Nelson und Köhn in der Viererkette, Torreira und Demirbay im ZDM, Zierich, Saha und Aktürkoğlu weiter offensiv und Mauro Icardi ganz vorne im 4-2-3-1-System.
Galatasaray heute im 3-6-1-System mit Onana im Tor. Evans, Maguire und Lindelöf in der Dreierkette. Gray und Maino bilden die super junge ZDM. Gregoriev auf rechts, links Malaysia, Matt O'Reilly und McTominay im Zentrum. Und ganz vorne heute mal teste ich Amad Diallo so als hängende Spitze. Mal gucken, wie er sich da macht. Also wir ordentlich am Rotieren, ein bisschen was am Testen im 3-6-1-System. Evans, Gregoriev. Gregoriev und der Pass ist gut, der Pass war richtig gut. Und jetzt hier Amad Diallo. Amad Diallo muss ihn nutzen, Amad Diallo nutzt den hier direkt mal. Knappe 5 Minuten gespielt und Diallo, der hier heute als Sturmspitze agieren darf, nutzt seine Chance gleich mal. Manchester United geht hier in der Champions League ganz, ganz früh in Führung. Gregoriev hier mit seinen 16 Jahren seinen ersten Assist in seiner Karriere auf Diallo, der heute mal ganz vorne spielen darf, auf einer eher ungewohnten Position und darf hier gleich mal treffen mit seinem Linken. Spielt ja normalerweise hier bei United vorzugsweise auf der rechten Seite oder eigentlich auch schließlich. Und heute mal vorne getestet, weil ja ein Rashford nicht mit dabei ist, der sonst in diesem System ganz vorne agiert. Und dann macht er hier den Treffer. Es ist Amad Diallo hier mit seinem Treffer, die Nummer 16, seinen ersten Treffer in der dritten Partie. Und United führt damit und damit würde man 3 weitere Punkte holen und weiterhin den Gruppensieg im Auge haben. Maino, und der Pass ist gut, der Pass ist gut und Diallo schneller als Nelson. Diallo jetzt hier, Diallo, Diallo. Diallo mit dem Lupfer, Muslera bleibt lange stehen, geht dann nicht irgendwie noch, also geht nicht auf den Boden, versucht sich dann nicht irgendwie mit irgendeiner Aktion den Ball da schnell abzufangen, sondern bleibt lange stehen und verunsichert damit ein bisschen Diallo. Der versucht es mit dem Lupfer, aber das klappt leider nicht ganz. Und jetzt hier weiter in United. Die geben Gas hier und weiter in Diallo, der hat Bock, Diallo hat heute richtig Bock. Diallo, Diallo, oh, kommt nicht ganz vorbei, Muslera stark. Aber Diallo und United haben heute richtig Bock, wie es aussieht. Mauro Icardi. Mauro Icardi, der Ball ist richtig gut gespielt. Und Nana hat den. Und Nana hat den gehalten. Das war die erste richtig gute Chance hier für Galatasaray. Wilfried Zaha. Galatasaray gerade mit in ihrer besten Phase. Hakim Ziyech. Malaysia, na, V-Spiel, aber Vorteil. Hakim Ziyech jetzt hier. Mauro Icardi hier im Strafraum spielt den nochmal auf Ziyech. Die suchen jetzt natürlich diese eine Möglichkeit zum Schuss. Da kommt die Möglichkeit, aber André Onana hat den gehalten. Was jetzt? Gibt nochmal gelbe Karte nachträglich für Amad Diallo. Na gut. Ecke Galatasaray. Die Ecke ist am Ende bei Onana. Leichte Schwierigkeiten. Wilfried Zaha, der Engländer, passt den da rein. Und jetzt hier die Schussmöglichkeit abgewehrt. Aber der Ball landet irgendwie bei Icardi. Und das ist super unglücklich für Manchester United, die hier das 1-1 kassieren durch den Argentinier Mauro Icardi. Aber es ist abseits. Es ist abseits. Minute 40, hier gucken wir nochmal. Der Schuss. Und da steht Icardi im Abseits. Also Glück im Unglück für Man United. Erst dieser unglückliche Abpraller, der dann zu Icardi landet, aber der stand im Abseits. Dementsprechend bleibt es erstmal beim 1-0 United. McTominay, Matt O'Reilly. Und Matt O'Reilly, das ist ein guter Pass. Das ist ein guter Pass. Diallo macht das stark. Diallo jetzt hier. Diallo, Diallo, dieses Mal der Lupfer ist besser. Und Diallo hier mit dem Doppelpack. Ist das bitter jetzt auch für Galatasaray. Du hast eben das 1-1 geschossen. Du konntest dich gerade freuen, hier den Ausgleich zu machen. Das Abseits nimmt dir den Treffer wieder weg. Und dann kommt United direkt im Angriff und macht hier das 2-0. Und kann hier eventuell die Vorentscheidung herbeiführen. Amad Diallo dieses Mal im Lupfer deutlich besser. Da hat Muslera keinerlei Chance, irgendwie den Ball abzuwehren. Das macht Diallo einfach überragend. Der, und das kann man jetzt schon nach der ersten Halbzeit definitiv so sagen, mit Abstand sein bestes Saisonspiel für United in dieser Saison macht. Oh, stark von Maguire, starker Zweikampf. Macht er gut, jetzt hier Malaysia. Diallo, nochmal weitergespielt. Matt O'Reilly. Matt O'Reilly hat den jetzt hier. Matt O'Reilly spielt den auf Diallo. Diallo will den mit der Hacke machen. Sehr frech, Maino nochmal mit dem Kopfball. Der geht da nicht rein. Also Amad Diallo, der hat heute Spaß. Versucht hier noch frech den Ball da mit der Hacke reinzuschießen. Amad Diallo. Diallo und der Pass ist gut. Der Pass ist richtig gut. Matt O'Reilly. Matt O'Reilly. Matt O'Reilly. Matt O'Reilly macht ihn rein durch die Beine von Muslera. 3-0 United. 3-0 Manchester United durch die Beine von Muslera. Matt O'Reilly darf hier nochmal treffen. Die Partie ist damit entschieden. United in Halbzeit 2 die klar bessere Mannschaft. In der ersten Halbzeit konnte Galatasaray hier und da noch gegenhalten. In Halbzeit 2 sieht das Ganze schon anders aus. Und hier sehen wir nochmal Matt O'Reilly. Zack. Schiebt den da durch die Beine von Muslera. Ist natürlich super bitter für den Keeper. Für den uruguayischen Keeper. Kann da nichts machen. 3-0. Das war es auf jeden Fall für Galatasaray in der Champions League. Während United damit auch offiziell damit im Achtelfinale der Champions League steht.
Und jetzt hier, das ist ein guter Antritt, das ist ein guter Antritt. Das ist hier jetzt mal die Möglichkeit. Oh, Nana hält den Ball stark. Das war aber die beste Möglichkeit hier für Galatasaray in der zweiten Halbzeit. Und jetzt hier aber Konter. McTominay. McTominay. Und das ist eine 2 gegen 1 Situation. Den spielt er gut auf Amad Diallo. Und das muss jetzt hier der nächste Treffer sein. Amad Diallo. Amad Diallo macht ihn nicht rein. Muslera hält den. Und dann ist Muslera auch da und hat den Ball. Also Diallo verpasst hier so ein bisschen den Hattrick. Der mir bei. Ja, Maino ist zu stark. Maino ist einfach zu stark. Und jetzt hier Matt O'Reilly. Der Pass war überragend. Amad Diallo. Amad Diallo. Amad Diallo macht ihn nicht rein. Er macht nicht den Hattrick. Er verpasst einfach diesen Hattrick. Den macht er heute leider nicht, weil Muslera es da mehrmals verhindert hat. Schade für Diallo, aber gut, trotz allem sein bestes Game bisher. Und die Partie ist jetzt auch rum. 3-0 United, Diallo der beste Mann. Auch wenn er gut und gerne auch sein drittes Türchen hätte machen können, wenn nicht sogar müssen. Onana jubelt auch, der wird ja im nächsten Spiel in der Liga gegen Newcastle dann wieder draußen sitzen wegen der roten Karte. Insgesamt haben wir mehr als verdient gewonnen, die klar bessere Mannschaft gewesen. Obwohl Gala sogar mehr Ballbesitz hat. Auch interessant. Und Bayern spielt nur 1-1. Bayern lässt Punkte gegen Kopenhagen liegen. Oh, das wird Gala nicht freuen, aber uns freut es. Im Kampf um die Dings, um die Champions League Plätze. Wir gucken erstmal kurz in die Jugendmannschaft. Jetzt hier noch keine großen Updates. Wir gucken auch gleich uns die ganzen anderen Jugendspieler an. Erstmal interessiert mich gerade mal die Champions League Tabelle. Ja, wir können im direkten Duell gegen Bayern jetzt wirklich Erster werden. Wir können es im direkten Duell schaffen. Gala muss aufpassen gegen Kopenhagen. Wenn sie verlieren, werden sie raus. Und wenn wir gegen Bayern gewinnen, könnten wir sogar noch Erster werden. Und das wäre richtig nice. Übrigens haben wir in der Champions League, was mir gerade erst auffällt, erst ein Gegentor kassiert. Und das müsste bei der Niederlage gegen Bayern sein. Komm, wir haben 1-0 gegen Bayern verloren. Passiert. Aber dann 4-0 gegen Gala gewonnen, 1-0 gegen Kopenhagen gewonnen, nochmal 1-0 gegen Kopenhagen gewonnen, jetzt 3-0. Also das ist beeindruckend, nur ein Gegentor in 5 Champions League Spielen. Die Abwehr ist einfach brutal. Also wirklich unsere Defensivarbeit in diesem Jahr ist richtig, richtig stark. Dabei war das eigentlich immer die größte Schwäche meinerseits. Auch in der Liga, ne? Gerade mal 11 Gegentore, also es läuft überragend momentan defensiv mit United. Und wir gucken mal hier. Er hier, kann man noch einen weiteren Monat sich angucken, aber Tendenz geht eher, dass er nicht gut genug sein wird. Und bei denen hier, da kann man sich jetzt schon festlegen, die wären alle nicht gut genug. Bei Riesdorf geht die Tendenz auch eher zu nein. Dann haben wir Weir. Kann man sich nochmal einen Monat angucken. Ihn hier von mir ist auch. Third, der hat halt keinerlei Potenzial. Noch der so. Diesmal war in Schottland leider nicht allzu viel zu holen. Und dann gehen wir hier weiter nach England. Da haben wir einmal Norton. Der sieht dann doch schon ganz interessant aus. Als 15-Jähriger. Holen wir uns mal. Dann haben wir LB Hunt, auch der sieht nicht so übel aus nach 3 Monaten Scouting. Sollte er auch über eine 60 haben. Komm, holen wir dich auch noch. Dann haben wir da auf jeden Fall mal ein paar Engländer in der Jugend. Du bist zu schwach, du bist auch zu schwach. Du hast keinerlei Potenzial und du bist auch zu schwach. Dann gucken wir uns doch die ganzen Talente nochmal hier an. Also, ja, Ghana hat jetzt aber nur eine 55. Ja, natürlich, wenn er auf einer anderen Position vielleicht besser ist, dann gerne. Echtes Mittelfeld könnte er theoretisch spielen. LM, ZOM, Mittelstürmer. ZOM wäre natürlich ganz gut. Mittelstürmer würde er sogar nur 2 Wochen brauchen. Wir machen ihn mal zum ZOM und gucken mal, was da geht. Dann haben wir hier Norton. So, manchmal sind sie ja, wie gesagt, auf anderen Positionen einfach besser. Er kann rechter Außenverteidiger, rechter Verteidiger. Okay, Innenverteidiger. Gefühlt kann er jede Position defensiv einfach besser, weil er auch hier defensiv fairer Zweikampf eine 67 beispielsweise hat. Der ist gar kein Offensivspieler. Warum auch immer macht das Spiel das denn? Ist halt die Frage. Er ist jetzt Rechtsfuß, 1,80, hat ein gutes Tempo. Also er ist eher Außenverteidiger, oder? Komm, machen wir aus Norton einen guten Außenverteidiger. Einen schönen rechten hier. Hat ein richtig gutes Tempo. Flanken müssten nur besser werden, aber defensiv sieht das gut aus. Warum nicht? Dann haben wir da mit Norton vielleicht einen richtig talentierten rechten Verteidiger. Hiesdorf haben wir hier. Elliott. Haben wir den gerade hochgezogen? Ich bin mir gerade nicht sicher. Kirk Young, Hunt. Ja, und dann haben wir ihn hier noch. Müssen wir auch nochmal schauen, was kann der so? Oder ist der wirklich auch ein Stürmer? Was hat der im Abschluss? Hat der echt auch nicht so viel, ne? ZOM. Irgendwie ein linker Mittelfeldspieler. Der ist auch hier ZDM, weil er auch wieder gute Zweikampfwerte hat. Machen wir aus ihm einen ZDM, komm. Also dann werden die Offensivspieler werden einfach umgemogelt zu anderen
Position. Dann ist lediglich Garner hier. Der geht dann als ZOM und dann gucken wir mal. Finde ich, wie gesagt, immer ein bisschen komisch, warum gefühlt bei jedem Spieler eine andere Position besser ist. Aber gut, müssen wir halt so nehmen, wie das Game ist. Und wir gehen rein ins letzte Duell für heute gegen Newcastle United. Nochmal ein richtiges Top-Duell hier in der Premier League. Bei Newcastle läuft es aber überhaupt nicht. Ein Sieg und dann die letzten vier Spiele. Eine Niederlage und drei Unentschieden am Stück. Newcastle braucht dringend wieder einen Sieg. Wir wollen nach der Niederlage gegen Everton aber natürlich auch gewinnen. Hier mit der Aufstellung von Newcastle United mit Pope im Tor. Dann Trippier, Cher, Botman und Livramento in der Viererkette. Palacios, Guimarães und Miley im Dreimittelfeld. Almiron, Gordon auf Außen und Isak ganz vorne im 4-3-3-System. Bei Man United haben wir Bayinde im Tor, weil Onana rot gesperrt ist. Wan-Bissaka, Maguire, Martinez und Shaw in der Viererkette. Maino und Mount im ZDM, beziehungsweise ZM und ZDM. Gregoriev hier auf rechts, links Garnacho. Im ZDM Bruno Fernandes und ganz vorne Ivan Toney im 4-2-3-1-System. Newcastle, ja. Almiron hier Foulspiel, aber Vorteil. Almiron jetzt im Strafraum. Newcastle United mit einem guten Beginn. Das ist ein guter Ball, aber der ist nicht drin. Bruno Guimarães hier gleich mal mit einer großen, großen Chance für Newcastle United. Almiron auf Guimarães, der trifft ihn nicht perfekt und der geht dann außerhalb des Tors. Ich denke, bei Ihnen wäre dran gewesen, aber trotz allem Newcastle nach 5 Minuten hier gleich mal mit der ersten Gelegenheit. Und Maguire hier, das war nicht perfekt. Also hier gleich weiter Newcastle, die attackieren. Newcastle United, das könnte gefährlich werden. Das könnte gefährlich werden. Martinez ist dazwischen. Miley jetzt hier. Die Grätsche geht nicht ganz durch. Isak mit der Hacke überrannt gespielt und der Ball ist drinnen durch Almiron. Also die ersten noch nicht mal 10 Minuten sind hier gespielt. Newcastle United mit Dauerdruck und dem 1-0. Almiron mit dem Treffer. Kein guter Auftakt für United, die letzte Partie schon gegen Everton verloren hatten. Hier sehen wir nochmal. Dann kommt der Pass. Der Schuss. Ui, aber da sieht bei Ihnen der richtig dumm aus. Also streck doch einfach deinen Arm aus und dann hast du den. Was ist das für eine Bewegungsanimation von Bayindir? Also der hat jetzt gerade hier echt ein bisschen Chance zu spielen, aber der gefällt mir gar nicht, muss man sagen. Das war seine große Chance. Er hat ein halbes Spiel gegen Everton bekommen, lässt das kurze Eck offen. Gut, in der Champions League habe ich dann weiter auf Onana gesetzt, zu Recht. Wie man jetzt merkt, jetzt hat er wieder seine Chance bei Bayindir und macht so eine Bewegung. Also der hat sich nicht wirklich empfohlen dafür, dass man sagt, yo, dass der öfter mal spielt. Boah, jetzt hier. Isak und Martinez mit einer Wahnsinnsgrätsche. Boah, stark von Fernandes. Stark gemacht und das ist eine gute Möglichkeit jetzt hier. Bruno Fernandes jetzt hier. Hat da ein bisschen Platz. Der Abschluss, nein, sucht da nicht die beste Möglichkeit. Und Gregoriev kommt da leider auch nicht ran. Newcastle United, der Fehler wird hier leider nicht bestraft. Zumindest leider aus United-Sicht. Für Newcastle natürlich gut, dass der Fehler nicht bestraft wird. Und jetzt hier Isak. Das könnte gefährlich werden. Almiron versucht sich auch zu positionieren. Isak macht das richtig gut. Und jetzt hier Almiron an dem Pfosten. United hat gerade richtig Glück, dass es hier nicht 2-0 Newcastle United steht. Da hat man gerade verdammt viel Glück und man muss echt so langsam reinkommen in die Partie. Sonst wird hier Newcastle das zweite Tor machen. Almiron, ah, das ist gut gespielt. Super gespielt. Und jetzt hier Trippier über die rechte Seite. Trippier jetzt hier. Das ist gefährlich. Das ist richtig gefährlich. Trippier hat die Möglichkeit. Mason Mount dazwischen. Wichtig, dass Mason Mount dazwischen ist. Jetzt Kontermöglichkeit oder was? Bruno Fernandes. Da ist jetzt hier Platz, weil natürlich Trippier hier mit nach vorne gelaufen ist. Bruno Fernandes stoppt da gut ab und gibt den Ball auf Garnacho. Das ist super gekontert hier. Garnacho mit der Hacke. Ivan Toney mit dem Abschluss. Bester Angriff von United. Leider kein Treffer. Newcastle United mit Livramento. Gebt den Ball weiter ab auf Pope. Pope haut den erstmal weg. Weil United auch ein bisschen Druck hier macht. Garnacho. United muss auch mehr machen. Muss man ganz klar sagen. Maino, der passt es gut. Der passt es gut. Bruno Fernandes gibt den ab. Nochmal weiter gespielt. Jetzt hier Toney. Ivan Toney macht ihn rein. 1-1. Nicht 2-1. 1-1. Ivan Toney mit dem Treffer. Und das wird Newcastle ärgern. Weil sie haben so eine gute erste Halbzeit gespielt. Die hätten 2-0 führen müssen. Ich meine, gerade der Pfostenschuss von Almiron, der war so knapp dran, dass man hier das 2-0 macht. Und jetzt kassieren sie den Gegentreffer von Ivan Toney, der mit seinem schwächeren Linken den einfach so reinzimmert. Macht das stark. Pope hat da keinerlei Abwehrchance. Ivan Toney ist einfach in dieser Saison ein absoluter Killer am Abschluss. 1-1. Man United ist wieder back in dieser Partie, obwohl Newcastle bisher die klar bessere Mannschaft war. Miley, Gordon,
Gordon versucht da durchzukommen. Da ist aber Mason Mount, ganz wichtiger Zweikampf. Grigoriev, jetzt hier Bruno Fernandes. Ivan Toni schickt da Garnacho. Das ist eine gute Chance jetzt hier für United, sogar das Ding zu drehen. Garnacho schneller als sein Gegenspieler. Garnacho, macht ihn rein. 2-1 United. Momentan sind wir wie ein Meister. Momentan spielen wir wie ein Meister, dass selbst wenn der Gegner mal besser ist, wir kälter sind im Abschluss. Und die Ergebnisse holen. Stark, wir drehen diese sehr, sehr schwierige Partie für uns. Und Newcastle, die werden wirklich auf dieses Spiel gucken und sich denken, ey, das kann nicht sein. Wie eiskalt ist bitte United hier? 2-1 drehen wir diese Partie. Pope versucht da irgendwas. Keine Chance mehr, Garnachos Ball abzuwehren. Und 2-1, ist das hier vielleicht die Vorentscheidung? Noch geht das Spiel lang genug, dass Newcastle hier nochmal rankommen kann. Der Ball jetzt hier Ivan Toni. Und Tonys Pass ist überrannt auf Mason Mount. Das könnte jetzt die Entscheidung sein. United hier mit der Entscheidung oder was? Mason Mount spielt in einen Rückraum. Oh, ist das schwach gespielt. Und stattdessen ist jetzt Newcastle nochmal mit einer Chance oder was? Palacios. Meino, was für eine Grätsche. Er sagt Foulspiel. Der Ref sagt Foulspiel. Ich fand, das war eigentlich ein gutes Tackling von Meino. Der Referee sagt aber Foulspiel. Fabian Scher. Der haut das Ding nochmal nach vorne. Und der ist gut gespielt. Almiron jetzt hier nochmal. Almiron hier nochmal für Newcastle United. Wohin damit? Der sucht hier nochmal vielleicht den Abschluss oder den entscheidenden Pass. Almiron hat den. Da ist aber Matt O'Reilly. Toni haut die Pille weg und wir gewinnen das Spiel. Wir erkämpfen uns hier den Sieg. 2-1 gewinnt Manchester United gegen Newcastle United. Gegen das Team von Eddie Howe gewinnen wir hier. Geiler Sieg für uns. Sehr geiler, erkämpfter Sieg. Holen uns hier auf jeden Fall wichtige 3 Punkte. Vor allen Dingen, weil City einfach mal die Spurs 4-1 weggeklatscht hat. Wichtige 3 Punkte. Und der nächste Gegner ist Chelsea. Also auch dort, Chelsea wird natürlich ordentlich. So. Zack. Wir gucken mal auf die Tabelle. Und sehen hier, okay, City hat ein Spiel mehr, muss man sagen. Die haben ihr eines Spiel nämlich jetzt schon gewonnen. Auch Liverpool ganz nah dran. Die jetzt viele Teams natürlich mit einem Spiel mehr hier. Weil alle ihr Spieltag schon durch haben, bis auf wir und Chelsea, okay. Luton Town ganz unten. Wir mit einem Spiel weniger immer noch Tabellenführer. Mit einem Sieg könnten wir uns wieder auf 4 Punkte absetzen, was sehr schön ist. Also es läuft bisher. Es läuft. Wir sind auch fast schon am Ende der Hinrunde. Ne? Wir haben schon 14 Spiele. Wahnsinn, wie schnell das geht. Aber hey, es macht maximal viel Spaß, Leute. Ich danke auf jeden Fall für euren Support. Wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet schöne Ostertage. Habt noch einen schönen Ostermontag. Euer Veloz meldet sich fürs Erste ab. Und bye, bye.